Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Modern Sky Block 3. Ja, wir haben ja in der letzten Folge uns ein bisschen über das Update aufgeregt. Und für die Folge hatte ich geplant, in Botania weiterzumachen. Da ist mir nur das hier aufgefallen. Wenn ich Immersive Engineering freischalten möchte, gab es hier andere Blades und ich habe mich entschieden, wenn es mal so weit ist, dass wir hier hinkommen, dass ich jetzt mit euch hingehe, Eco Admin Edit, dass wir Retrieval Task List die drei Gears rausnehme, weil die ja jetzt buggy sind. Hier schon mal close, genau. Fertig. So können wir ein bisschen hier das alles mal, wie heißt's, editieren. Zum Beispiel bei Bees gibt es ja hier auch eine Sache, die jetzt weg ist. Und so können wir dann die Sachen, die durch den Patch weggekommen sind, ersetzen. Aber wir machen jetzt erstmal bei Mystical Floras weiter. Ich hatte ja hier alles vorbereitet für diese Rune. Nur den Zauberstab habe ich drüben vergessen. Ist er dann hier? Und wir brauchen dafür die Feuerrune. Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und dafür hatte ich ja alles vorbereitet. Das ist für Erde. Das war für Luft. Und das hier war für Wasser und die Sachen brauchen wir dafür auch und für die Mana-Runen. Jetzt stelle ich nur gerade fest, dass wir... Ah doch, da drüben haben wir Lebestein. Und dann fangen wir mit der Rune des Feuers an. Netherziegel, Schwarzpulver und Netherwarze. Das ziehen wir uns jetzt immer hier runter. Und Gunpowder und Mana-Stahl. Heißt 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt wird hier schön Mana rüber gepumpt, da hatte ich mal ein bisschen Holz reingeschmissen. Und wenn das getan ist, droppen wir das da drauf. Und haben unsere ersten Runen. Ich habe vor, von jedem erstmal nur zwei zu machen. Weil die Netherwarzen war ein bisschen doof zu bekommen. Die müsste ich mal anpflanzen. Dann kann das Zeug hier weg. 1, 2, 3. Um die Erde hier habe ich mich noch nicht gekümmert, aber das können wir ja demnächst machen. Wir haben ja jetzt so viele Kakteen vor der Haustür, dass es jetzt ja kein Problem mehr ist, uns ein bisschen... wie heißt das nochmal? Geh doch mal weg, Schweinchen. Dieses Zeug zu holen, um Erde rauszumachen.
Können wir das wieder wegpacken? Ich hoffe aber auch mal, dass es Mana reicht. Okay, da kamen jetzt mehr Runen raus. So, das, eine davon, das und das. Dann haben wir jetzt auch die Rune des Luftes und gleich die Rune des Wassers. Und haben wieder eine Quest geschafft. Das Zeug hier wieder verbannen und gucken mal. Das haben wir geschafft. Rosa Arcana. Dann können wir mit XP Mana generieren. Und jetzt Rune des Frühlings. Die kriegen wir auch hin. Ein paar Setzlinge und Weizen. Habe ich natürlich nicht vorbereitet. Aber das ist ja jetzt kein Problem mehr. Weizen haben wir. Wir machen im Vorbeilaufen noch das Ding auf. Nee. Und Setzlinge. 3 Stück. Ich nehme mal 6 mit. Und gucken mal, Sommer, Sand haben wir, Schleimbälle auch und Melonen. Die müsste ich jetzt, glaube ich, züchten. Melonen, Sugarcane und Kürbis. Herbst, Blätter und Spinnenaugen. 2, 3, 1, 2, 3. Spinnenaugen hole ich gleich. Und Winter war ein bisschen doof wegen dem Kuchen. Okay, dann machen wir erstmal 2 von 4 Runen fertig. Gehen da so Stück für Stück daran. Spinnenaugen haben wir noch 8. Was haben wir sonst noch hier so drin? Zucker hätten wir ein bisschen. Okay. Eier muss ich dann gucken. Hühnchen haben wir jetzt noch. Keine, wenn ich es richtig gesehen habe. Ah, ich habe doch hier ein Schwert drin. Versuchen wir mal ein paar Hühnchen spawnen zu lassen. Das war's schon mit den Tieren. Ich höre doch noch ein Schweinchen.
gucken wir mal hier rein. Ein Woodgear, okay. Tallow. Okay, das Ding will das fett sein. So, wir brauchen Weizen, Setzlinge und Feuer und Wasser. Da ich beides doppelt machen will, brauche ich zwei davon plus Living Rock. Und davon 1, 1, 2, 3, das und das. Ja, okay, es kostet zum Glück nicht so viel Mana. Ach, die Runen kriegt man wieder. Haben wir schon mal zwei von den Runen, dann wird es wahrscheinlich die anderen sein. Das war Sommer, nein, Herbst, Luft und Feuer, also Luft und Feuer. Okay, die Runen, die fressen ein bisschen Mana. Dann haben wir jetzt zwei von den vier Runen. Dafür werde ich die anderen Sachen demnächst züchten. Und dann gucken wir mal, wenn wir jetzt das Kapitel fortführen möchten, hierhin. Müssen wir das Portal von Alfheim bauen. Die ganzen Runen könnte man kriegen, indem man den Gaia tötet. Dafür bin ich aber noch definitiv zu weit weg. Gucken wir uns mal an. Wollust. Luftsommer und zwei Mana-Diamanten. Und die brauchen wir jeweils vierfach. Tue ich mal die Runensachen hier rein. Schwert darf auch gerne hier bleiben, genauso wie der Stab. Und gehen mal gucken. Schmeißen wir erstmal unseren Müll wieder weg. Und wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Genau, Diamanten. Diamantos. Acht Stück. Das würde genau aufgehen. Zertusquarz, Appetit. Das sind Smaragde, Zertusquarz, schwarzer Quarz. Aber keine Diamanten.
Wir haben ja auch das schöne Ding jetzt hier im Inventar. Und ich habe auch in der Kiste, in der großen, den Diamant One gefunden. Bauen wir mal uns so ein kleines Türmchen hoch. Und crushen wir hier ein bisschen durch. Und Inventar ist voll. Dann werde ich mir mal hier die Kristalltruhe holen. Können wir daneben dran stellen und mal das ganze Zeug hier so reinpacken. Und da oben liegt noch Zeug. Davon ein bisschen was, davon ein bisschen was. Und so ein Rock Crusher. Der Eiserne. Ist ja zum Glück relativ günstig. Und da kommt sehr viel Zeug raus. Block nicht. Wir können aber hier mal alles wieder reinpacken. Und dann gucken wir mal einmal sortieren bitte. Kohle, Zertusquarz, Lapis. Schwarzer Quarz ist nicht so interessant. Chaos hört sich interessant an. Appetit gibt es in rauen Mengen, will aber keiner haben. Saphire, Rubine, 16 Diamanten, paar Smaragde. Und hier auch mal bitte sortieren. Zertusquarz nehme ich mal mit. Lapis. Da waren jetzt aber ein paar Diamanten dabei. Ja gut, ich würde mal sagen, das war's dann für die Folge. Ich werde mich jetzt ein bisschen mit der Wascherei hier beschäftigen. Ich habe hier zwei schöne Pflanzen stehen, die das befüllen. Ich werde mich aber erstmal nur ein bisschen um die Dias kümmern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn die Dias durchgewaschen sind. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.